hallo ihr Lieben. Ja, heute nehme ich euch mal mit nach Niedersachsen, mal in eine ganz andere Richtung. Ja, was ist in Niedersachsen für ein Park, den man euch vorstellen kann? Na klar, der Heidepark Soltau. Der Heidepark Soltau, wie der Name schon sagt, liegt in Niedersachsen am Örtchen Soltau. Wurde 1978 eröffnet, hat 85 Hektar und der Betreiber ist die Merlin Entertainment Group. Merlin Entertainment Group? Da werdet ihr stutzig. Es gibt einige Parks, die von dem betrieben werden. Aber vor allen Dingen hier die Sea Life. Und das Legoland, was ich euch ja schon vorgestellt habe. Der Heidepark Soltau hat das Maskottchen Bumbo. Bumbo. Vom Namen her kann man sich viel drunter vorstellen. Aber es ist ein süßer Bär. Die Preise für den Heidepark Soltau sind 39 bis 44 Euro und die Jahreskarte kostet 129 Euro. Das Parken kostet 7 Euro extra und der Park hat von März bis Oktober 2023 geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Ja, es gibt auch diverse Schließtage dazwischen, die aber jetzt schon vorbei sind. Und des Weiteren gibt es jetzt im Oktober am 14.10., 20., 21.10., 27., 28.10., 29., 30., 31.10. Eventtage, passend zu Halloween, wo von 12 bis 22 Uhr der Park geöffnet ist. Mit dem ÖPNV, mit dem öffentlichen Personennahverkehr, also mit der Bahn, kommt ihr bis Soltau und dann mit dem Bus 150 vom Woltending sind es zu Fuß noch 20 Minuten. Der Heidepark Soltau hat auch ein Abenteuerhotel mit Themenzimmern und ein Holiday Camp. Er ist kinderfreundlich, meistens in einem Tag zu schaffen, je nachdem, wie gut eure Kinder zu Fuß sind. Leider hat der Heidepark mir keine weiteren Informationen bis jetzt zur Verfügung gestellt. Ich hoffe aber, sie werden noch kommen und dann erhaltet ihr noch ein Zusatzvideo. Ja, zu den Attraktionen. Es gibt den Big Loop, die Bobbahn, Bounty, die Schiffsschaukel, Kolossos, die Achterbahn, das Dampfkarussell, die Drachengrotte als Bootsfahrt, eine Floßfahrt, Ghostbusters 5D, den Heidepark Express, die Krake Dive Coaster, Mountain Rafting, Scream, den Freifalltower und die Wüstenflitzer. Es gibt diverse Shows. Und halt auch, wie in den meisten Parks, diverse Länder, in denen ihr die ganzen Attraktionen findet, wie Bucht der Piraten, Transsilvanien, Land der Vergessenen, Exploria, Drachenzähmen, die Insel und Peppa Pig Land. Ja, das Peppa Pig Land ist jetzt das Neueste, was der Heidepark sich gegönnt hat. Und wir sind mal gespannt, was daraus noch wird, welche Attraktionen dort noch vielleicht mit eingebaut werden. Mal abwarten. Ja, so viel zum Heidepark. Der Heidepark steht nicht unbedingt nächstes Jahr auf unserer Liste. Aber wie schon gesagt, wir schauen mal, wohin es uns treibt und was einfach auch die Zeit ergibt. Wir möchten euch so viel wie möglich mitnehmen, auch nächstes Jahr, genauso wie wir es dieses Jahr angefangen haben. Und deshalb mal schauen. Ja, so viel zum Heidepark in Soltau. Ich sag tschüss, schönen Abend. Denkt dran, abonnieren, Glocke und das Däumchen. Bis dann.